Hier ist endlich Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich möchte Sie gleich warnen, dass wir Sie gleich warnen. Vorher wird's aber noch etwas entspannter. Wir laden Sie ein auf den Weg der Poesie nach Postbauerhengen. Dort fand letztes Wochenende ein verspäteter Saisonstart statt und man gibt sich in diesem Jahr betont international. Auf dem Dillberg in Postbauerhengen stehen nicht nur Masten, die TV-Programme übertragen. Oder auch nicht. Seit 2008 gibt es hier auch noch den Weg der Poesie mit jährlich wechselnden Gedichten. 9 Stationen, an denen wir Texte, Aphorismen, Gebete veröffentlichen, einmal im Jahr. Meistens im April wechseln wir die Texte aus, was in diesem Jahr Corona-bedingt leider ausfallen müsste. Am Wochenende wurde das nun nachgeholt. Etwa 80 Besucherinnen konnten auf dem Dillberg Naturgedichten aus aller Welt lauschen. 门外无人问落花，绿阴泱泱片天涯。Menschen mit Migrationshintergrund waren gebeten worden, Lyrik aus ihren Heimatländern beizusteuern. Als de Zwaluw ons land verlaat en naar het warme zuiden gaat, dan worden de bladeren aan de bomen hun groene kleur ontnomen. Mosolyogva néz a földre a szelíd nap sugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. Das große Freigelände erwies sich dabei als guter Ort, um den Ablauf einer Kulturveranstaltung in Zeiten von Corona zu testen. Ich denke, wir müssen auch als Kulturschaffende oder Kulturanbieter mit dieser neuen Normalität zu leben lernen. Und ich bin davon überzeugt, auch gerade im Bereich Klassik, im Bereich Poesie, im Bereich Kunst, das ist ein Publikum, was wirklich auch bereit ist, sich auf diese Umstände einzulassen. Der Gemeinde macht die gelungene Aktion jedenfalls Mut. Gerade jetzt wieder mehr Kultur zu wagen. Wir haben in 2 Wochen haben wir in Postbauerhengen auch Kunst im Schloss, was wir jetzt auch, wo wir uns entschlossen haben, das durchzuführen unter etwas anderen Bedingungen. Wir beziehen die Kirche St. Johannes mit ein und das ganze Gelände. Und ja, ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass das funktionieren wird. An eine Rückkehr zur alten Normalität glaubt man in Postbauerhengen allerdings nicht mehr. Ich bin davon überzeugt, das wird uns in den nächsten Jahren noch begleiten und wir müssen lernen, damit umzugehen und auch das Publikum muss es lernen. Und manchmal ist es ja auch ganz schön, alleine auf dem Weg der Poesie zu wandeln und wunderbaren Werken zu begegnen. Darunter auch Gebrauchslyrik von noch unbekannten Künstlern zu aktuellen Naturthemen. Wenn Sie unser Programm außerhalb des Landkreises Neumark sehen, dann könnte es sein, dass Sie einen lauten Donnerstag erleben mussten. Denn an diesem Donnerstag fand ein bundesweiter Warntag statt, an dem man vielerorts Sirenen, Warn-Apps und Signaltafeln getestet hat. Nicht aber im Landkreis Neumark. Und zwar, weil es hier keine Betriebe gibt, die bei Störfällen gefährlich für das Volk werden könnten. Wir als Medium sind aber der Meinung, wenn die Welt untergeht, dann sollten wir unsere Zuschauer alarmieren können. Und deswegen üben wir das jetzt mal. Aufgepasst, ihr Warnduscher! Die Warner Brothers präsentieren den ersten deutschlandweiten Warntag seit der Wiedervereinigung. Alle, die wegen Corona noch nicht kirre sind, nerven wir einen Tag lang mit Alarmsirenen, App-Gepiepse, plötzlich auftauchenden Schildern, 24 Stunden lang der totale Wahnsinn. Wir waren begeistert, schreibt das Tagblatt Warnemünde. Theo, wir waren nach Lodz, sagt Vicky Leandros. Tatütata macht die Feuerwehr. Mit Warnold Schwarzenegger und Warnessa Forsbach. Warntag 2020. Jetzt bei Ihrem Gebrauchtwarenhändler. Huh, jetzt habe ich mir doch tatsächlich ins Hemd gemacht. Zum Glück war es kein Ernstfall. Wir machen ganz kurz Werbung, ich wechsle die Kleidung und dann geht's weiter. Bleiben Sie dran. Ihr seid die Mamas und Papas, die Familien mit viel Chaos und noch mehr Herz. Und wir sind die Banken, die euch mit viel Erfahrung und Nähe in Finanzfragen den Rücken frei halten. Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen,
Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Wo kauft man Peugeot? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt. Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top-Werkstattservice. Kompetent und super freundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Hallo, hallo zusammen. Ich suche irgendwen, der bei uns die Heizungsanlage repariert. Irgendwelche Vorschläge? Du bist nicht irgendwer, also such nicht irgendwo. Gelbe Seiten, ein Service ihrer Gelbe Seitenverlage. Für kleine Menschen mit großen Aufgaben und für große Menschen mit kleinen Aufgaben haben wir das passende Equipment. Auf über 2000 Quadratmetern finden Sie bei uns Maschinen, Werkzeug und Zubehör bekannter Marken für Haus, Hof, Garten und Handwerk. Dorner Talmessing. Kann ich die bitte gleich mitnehmen? Die Einkaufsstadt Neumarkt lädt ein. Zu 5 Jahren Stadtquartier Neuer Markt. Das Center feiert ab 14. September den Jubiläumsgeburtstag mit vielen Angeboten und satten Rabatten in den Geschäften. Mehr Informationen unter einkaufsstadt-neumarkt.de. Weil daugreiche alles. Willkommen zurück. Für rund 9000 junge Oberpfälzer begann am Dienstag dieser Woche der Ernst des Lebens. Sie kamen als ABC-Schützen in die erste Klasse. Für die Schüler an weiterführenden Schulen gibt es auch etwas Neues. Sie müssen aktuell mit Maske lernen. Wie soll das weitergehen? Und vor allem, wie wären die Schulen aufgestellt, wenn es erneut zu einem Lockdown käme? Das und mehr klären wir jetzt bei Nächster Halt. Nächster Halt wird präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region. Heute wartet mit mir hier auf den Bus der Leiter des staatlichen Schulamtes in Neumarkt, Herr Dieter Lang. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Herr Lang, die Schülerzahlen sind, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ein bisschen runtergegangen, oder? Ja, aber nur marginal gesunken. Wir bewegen uns im zweistelligen Bereich des Schülerrückgangs gegenüber dem letzten Schuljahr und sind immer noch über die 7000 Schüler. Zu Beginn dieser Woche wurden ja die neuen Lehrkräfte vereidigt. Wie schaut es denn da mit den Zahlen aus fürs neue Schuljahr? Da müssen wir jetzt differenzieren. Die neuen Lehramtsanwärter, die wir vereidigt haben, da haben wir insgesamt 25 bekommen. Eine für den Landkreis, doch recht hohe Zahl an Lehramtsanwärtern, die jetzt auf jeden Fall 2 Jahre Dienst bei uns leisten. Und bereits Anfang August haben wir ja die Personalzuweisung von der Regierung der Oberpfalz bekommen und haben wirklich alles, was wir an Lehrern brauchen, sowohl im Grundschulbereich als auch im Mittelschulbereich bekommen. So einen Start in ein neues Schuljahr gab es noch nie, oder? Gab es definitiv noch nie. Es ist für alle ist es Neuland, wie alles abläuft, egal ob das jetzt die Vereidigung war, ob das die Einschulungsveranstaltungen, die Rückkehr zum Alltagsunterricht für alle anderen Jahrgangsstufen ist. Es ist neu, es ist alles neu. Ich habe mich nur in Zeiten des Lockdowns und des Distanzunterrichts an die eigene Schulzeit erinnert. Wir waren diese absolut starken Geburtsjahrgänge und hatten auch sogenannten Schichtunterricht. Die eine Klasse am Vormittag, die andere Klasse am Nachmittag und die Lehrkraft hat 2 Klassen unterrichtet. Wenn es jetzt einen Verdachtsfall zum Beispiel in einer Klasse gibt, wie ist denn dann das weitere Prozedere? Wie geht man vor? Es wird das Gesundheitsamt informiert, weil wir ja immer die medizinischen Fachkräfte dazu brauchen. Das ist auf jeden Fall jetzt bei der gesamten Strategie das Ziel, einen ganzen Lockdown zu vermeiden, so wie wir ihn schon hatten, sondern dass man das in möglichst kleinem Rahmen durchführt, um eben unnützes Fernbleiben vom Unterricht zu vermeiden. Im Lockdown hatten wir ja eine Phase, wo Schüler zu Hause lernen mussten und da gab es auch eine Umfrage dazu. Da kam unter anderem raus, dass zum einen die technische Infrastruktur noch ausbaufähig ist, zum anderen aber auch die Kommunikation von Seiten der Lehrer. Hat man denn in den großen Sommerferien jetzt in diesem Bereich noch Verbesserungen erzielen können? Heute Morgen hat der Kultusminister im Radio, habe ich das gehört, noch einmal betont, dass immer mehr Lehrkräfte auf diesen Zug des digitalen Unterrichts mit aufspringen. Und je mehr die Möglichkeiten da sind, umso mehr Lehrkräfte sind auch wirklich bemüht, in dieser Form zu kommunizieren. Es ist aber eine zweite Seite des Ganzen. Dort, wo bei den Eltern die Logistik nicht zur Verfügung steht, ist es eben vielleicht noch notwendig, dann die Arbeitsblätter unter Umständen sogar nach Hause zu fahren oder auf einem anderen Weg zu übermitteln, wenn kein Computer zur Verfügung steht.
kommt noch dazu, dass der Landkreis Neumarkt im Gegensatz zu anderen Landkreisen eine sehr hohe Zahl an jüngeren Lehrkräften hat. Die große Pensionierungswelle dieser großen Lehrerjahrgänge, die ist durch, sodass wir da wirklich in einer glücklicheren Lage sind als andere Bereiche. Also mit jungen Kräften sozusagen ins digitalisierte Zeitalter. Richtig. Ich sehe gerade, da kommt jetzt mein Bus, da muss ich einsteigen. Vielen Dank, Dieter Lang, fürs Gespräch. Nächster Halt wurde präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region. Wir kommen nun zum Blumenstrauß der Woche, wo wir uns diesmal eine kleine Aktion für Sie ausgedacht haben. Vanessa Forsbach weiß mehr. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. So, ich stehe hier heute mit Bettina und Brigitte und wir spielen ein kleines Spielchen, nämlich Wanze oder Pflanze. Ich nenne Ihnen immer zwei lateinische Begriffe. Eins davon ist ein Krabbeltierchen, das andere eine Blume. Und Sie müssen erraten, welches davon die Pflanze ist. Wer die meisten richtig hat, gewinnt unseren Blumenstrauß der Woche. Alles klar. Die ersten zwei Begriffe, ich entschuldige mich gleich schon mal für mein Latein. Ich hatte nie Latein auf der Schule. Also, Option A, Geris lacustris und B, Geranium robertianum. Was sagen Sie? Was? Welches die Pflanze ist? Geranium, B. Mhm. B? B ist die Pflanze. Alles klar, dann lösen wir mal auf. Richtig geraten, sehr gut. Also ein Punkt für beide. Dann machen wir die nächste Frage. Option A, Petasites paradoxus und Option B, Reduvius personatus. Was sagen Sie? Ich bin für die B. B? Und Sie? Die Pflanze ist B. B. Okay, wieder beide B. Einmal umdrehen bitte. Beide falsch. Sind wir immer noch bei 1:1. Gut, dann machen wir die letzte Frage. Option A, Pyrostegia venusta und Option B, Pyrochoris apterus. So, was sagen Sie? Die Pflanze ist A. A? B? B. Okay, dann entscheidet sich's jetzt. Ja, A ist richtig. Dann herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Sie gewinnen den Blumenstrauß herzlichen der Woche. Dank. Hatte nie Latein. Und woher wussten Sie? Also Sie haben immer ganz sicher gesagt, das ist die Pflanze. Das kam jetzt aus dem Bauch raus. Das konnte ich mir einfach von den Endungen, hätte genauso daneben liegen können. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Ich habe sowas läuten hören, dass wir die sommertauglichen T-Shirts und Oberteile der Damen noch nicht in die große Winterpause schicken sollten, denn zumindest an diesem Wochenende dürfen sie noch mal zum Einsatz kommen. Die genauen Aussichten verraten wir Ihnen jetzt. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Auch wenn die Lebkuchen schon in den Läden stehen, hat der Sommer noch nicht vor zu verschwinden. In den kommenden Tagen gibt er nochmal alles. Der Samstag ist mit Temperaturen zwischen 12 und 25 Grad noch der kühlste. Am Sonntag gibt es dann bei wolkenlosem Himmel und 26 Grad das perfekte Grillwetter. Und auch am Montag ist es sommerlich warm und wir können uns auf bis zu 11 Sonnenstunden freuen. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Und das war's für heute. Die Moderationen haben wir diesmal in der Gegend rund um Velburg aufgezeichnet. Am nächsten Mittwoch gibt es dann eine neue Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt. Wäre schön, wenn Sie wieder einschalten würden. Ein schönes Wochenende.